Moin zusammen. So, angekommen bei der Frostfallkreuzung. Bin hier nur hochgeritten. Mehr war hier nicht. Mongolisches Gebiet, ja, nicht mehr lange. Besiege die Mongolen, töte einen Gegner mit einem Herausforderungskampf. Nee. Kriege ich ja doch wieder nicht hin. So, ist das ihr Anführer? Sieht mir sehr danach aus, dass das der Anführer sein könnte. Nee, ist er doch nicht. Das ist er. Ist er auch nicht. Hat der Typ ein Schwein, ey. Ja. Nein. Ja, toll, ey. Komplett verkackt, ne? Ich flipp noch aus hier mit der schönen Geschichte. Ey, jetzt brauchst du mit dem Attentat auch nicht mehr ankommen, Idiot, ey. Seh nix. Ach, okay. Auch gut. Oh, ein Hund. Hey, beiden. Ich muss doch lieber reingehen. Ich bin nicht in der Lage abzuwehren hier. Mann, 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 Junge, 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 Junge. Wieder völliges Desaster hier. Noch ein Mongolen-Artefakt, sehr schön. Munition ist voll. Auch gut. Ja, hier wären Sprengfass gewesen. Stattdessen habe ich bei dem hier zweimal verkackt. Und bin stattdessen ja komplett ins Chaos gerollt hier. Plop. Vor Yogaku. Kann ich ja mal gucken gehen. Vielleicht ist da ja noch was. So, das Fleisch muss auch vom Grill, sonst wird das nur trocken. Ach, guck mal, da bin ich schon. Keiner hier.
gucken, ob es ein Artefakt gibt. Mal auf. So. Stimmt, hier war meine Zelle, glaube ich. Und haben die Schweine KG umgebracht. Also wirklich großes Interesse scheinen die hier auch nicht dran gehabt zu haben. Ach da. Ups. Aber der kommt nicht hinterher. Mongolisches Gebiet. Oh, schön, da sind schon welche. Tötende Gegner hintereinander, ohne Schaden zu leiden. 5 Stück. Okay. Ich probier's mal. Negium Harsinta, you win! Geht ja schon mal schlecht los hier heute. Negium Harsinta, you win! Nicht hoffen, dass irgendeiner von denen meint, er muss hier hochklettern. Solange wir alle unten bleiben, ist alles gut. Den Hund muss ich aufpassen. Gab es hier Geiseln? Ich könnte ja eigentlich mal... Böller? Oh, und ob das Geiseln gibt. Wo ist denn der jetzt unter mir? Okay. Das war Nummer 3. Zwei Hunde, wie kriege ich die denn weggelockt? Jetzt hole ich mir erstmal die Angler da hinten. Das sind Zivilisten. Nee, das sind nicht Zivilisten. Da ist eine Wache und da hinten ist eine Wache. Verdammt, keine Giftpfeile mehr. Mal gucken, wo er hier hin patrouilliert. Ja, nirgendwo. Auch schlecht.
Parvo, lassen wir. Das war Nummer 4. Und Nummer 5. Das ist ein Wal. Walfängerdorf, ja klar, natürlich ist das ein Wal. Was denn auch sonst, du Idiot? Das sah für mich aber gerade aus wie so ein riesiger Baumstamm. Ich habe mir überhaupt nichts beigedacht gerade. Okay, cool. Sehr cool, guck mal. Kann man den noch schon mal befreien, ja? Schrei nicht so, Junge. Endlich frei! Geht. Gebt auf euch Acht. Rette die Geisel. 1 von 5. Ach du Güte. Geh ich mal hier oben wieder zurück. Gucken, wo er hingeht. Haben. Seid ihr frei. Welche Erleichterung. Habt Dank, Fürst Sakai. Vorsicht da draußen. So, wo geht's weiter? Das waren erst 2. Okay, dann ist die nächste Geisel. Aber die Brücke ist zu offensichtlich. Und noch runter tut weh. Okay, okay. Ups. Eins, zwei, drei, vier Gegner. 5, da oben ist auch noch einer. Hui! Hatta!
Hat echt keiner mitgekriegt hier, ne? Barcela! Ich rühre mich nicht. Die töten mich. Sofort. So, die Haftbombe wollte ich noch kurz mitnehmen. Still. Endlich. Danke, mein Herr. Ihr seid sicher. Ja, kommt drauf an, in welche Richtung du jetzt rennst. So, das waren 3 von 5. Da hinten hockt einer. Rauf. So, von hier aus aber. So sieht das doch gut aus. Mann! Bald seid ihr frei. Lief so gut mit dem Anschleichen und dann, verkacke ich's wieder. Es ist vorbei. Ich danke euch. Vorsicht da draußen. Okay, eine Geisel haben wir noch. Gar nicht wissen, wo die ist, ey. Guck mal hier, Breakdance-Schild, oder? Thank you.
Hopp. Okay. Jetzt bräuchte ich eigentlich nur noch die Richtung. Das könnte gut aussehen hier. Das sieht sogar sehr gut aus hier. Pferd, das hat ein Hund, was ist das? Okay, da würde ich mich auch von oben nach unten durchkämpfen, oder gehe ich hier mal andersrum? Nicht, dass der noch wieder zurückkommt und sagt, oh, ich töte jetzt doch die Geisel oder so, auch wenn er gerade in Angst abgehauen ist. Ah, hier geht's hoch. Hui! Arvo! Ja, das hat ja mal toll funktioniert, ey. Wieder mal, genauso wie ich es nicht haben wollte. Bei dem eigentlichen Wurfdolch ein Kunai abschmeißen, aber naja. Mein Herr, es muss euer Schicksal sein, hierher zu kommen. Das Rüstungsteil wurde uns von seinem Schöpfer anvertraut. Er floh vor den Mongolen. Es wurde für Khotun Khan angefertigt. Doch nun werde ich es tragen. Danke, dass ihr es aufbewahrt habt. Natürlich, mein Herr. Alle Teile der Mongolenrüstung. Ich sollte zurück zu dem Lehrling. Sehr cool. Teil einer Mongolenrüstung. Den Helm. Walfängerdorf Kawashi. Dann sehen wir uns gleich beim Ziel wieder. Und dann schauen wir uns die neue Rüstung mal an. Mal gucken, was ich da noch machen muss, bis ich die kriege. Seid gespannt. Ich bin es. Bis gleich und ciao.